Heute machen wir mal das ultimative Feierabend-Snack-Programm. Das sind überbackene Zucchini-Taler und freche Pizzaschnitten. Für unsere Zucchini-Taler nimmst du eine Zucchini und schneidest die auf allen beiden Seiten zackenförmig ein. Parallel dazu schneidest du für unsere Pizzaschnitten einmal die Zucchini und die Paprika in feine Würfelchen. Im nächsten Schritt streichst du nun deine Zucchini-Taler schön mit Olivenöl ein. Du musst dabei hier nicht sparsam sein. Für unsere Pizzaschnitten nehme ich einen fertigen Pizzateig. Den rolle ich aus und streiche ihn nochmal schön mit der Rolle glatt. Anschließend schneide ich mir davon 8 Stücke raus. Diese ziehe ich nun einzeln ab und lege die auf mein Backblech. Und dann fange ich auch an, diese schon zu belegen. Zuerst nehme ich einfach ein leckeres Tomatenpesto und reibe diese damit ein. Das ist sozusagen meine Grundlage. Alternativ kannst du auch Alba oder normale Tomatensauce benutzen. Anschließend drücke ich den Teig nach oben, sodass ich sicher sein kann, damit beim Backen nichts ausläuft. Und jetzt würze ich das Ganze. Ich nehme hier Paprika, Oregano, Salz und Pfeffer. Ich belege das eigentlich klassisch wie eine normale Pizza auch. Zuerst kommt der Reibekäse, anschließend mein Gemüse, also in dem Fall Zucchini und Paprika. Du kannst natürlich auch anderes Gemüse verwenden, lass deiner Fantasie einfach freien Lauf. Nun belege ich die kleinen Pizzaschnitten zusammen mit den Zucchini-Talern auf ein Backblech. Und dann würze ich meine Zucchini-Taler noch mit Paprika und gebe ebenfalls noch etwas Käse obendrauf. Ich verwende hier Parmesan, das mache ich dann über die Pizzaschnitten und über die Zucchini-Taler. Wenn dir das Video gefällt, dann lass doch sehr gerne einen Like da und abonniere unbedingt meinen Kanal, damit du keine Rezepte mehr verpasst. Und dann geht's ab in den Backofen. Ich backe das Ganze bei 180 Grad für ungefähr 20 bis maximal 25 Minuten. Und so lecker sehen die aus, die sind doch super geworden, oder? Perfekt für ein Abendessen, wenn es schnell gehen muss, für ein Apéro oder wenn Freunde zu Besuch kommen. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit! Schau dir auch unbedingt die anderen Rezeptvideos an, da ist auch sicherlich was Leckeres für dich dabei. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst und dann sehen wir uns im nächsten Video.